Eltern, hallo Kinder. Wir sind hier in meiner Küche, in der wir heute Abend basteln möchten. Ich habe dafür Sachen vorbereitet, die zum Teil von Kindern selbst gebacken wurden und auch geschmückt wurden. Und dann habe ich sie weggetragen. Jetzt kommen diese gebackenen Plätzchen oder Figuren zu Weihnachten wieder unter den Baum und sie erkennen wieder, was sie einmal gemacht haben, und ich glaube, das wird eine große Freude für sie sein. Ich glaube, wir fangen gleich an. Es ist hier eine Styroporplatte, ganz leicht. Pop, in Schnee gefallen. So, man kann sich ja denken, dass dies Schnee ist, dass hier Kinder kommen werden. Ich habe mit einem diesem alten Schraubenzieher mit Hitze ein paar Furchen hineingedrückt, weil die Figuren ein bisschen versenkt werden müssen. Auf dieser Winterwiese gibt es ein Haus. Seht es euch an, sogar mit einem Stock und sogar mit Eiszapfen. Wir hoffen, dass sie auch kommen. Jetzt habe ich für dieses Haus eine Furche eingebrannt, sagen wir. Und jetzt könnte es aber fallen. Und dann, wenn es bei den Kindern passiert, sind sie sofort sehr, sehr traurig. Deshalb muss ich hier ein bisschen Zucker brennen und schmelzen. Und dann kann ich für dieses Haus noch zwei halbe Seiten als Stützen. Guckt einmal, hier ist die eine Stütze, ich zeige es euch so. Und hier ist die andere Stütze. Und wenn ich Glück habe, gelingt es mir, dass das Haus auch wirklich steht. Es dauert eine kleine Weile und das Haus wird stehen. Dies ist die eine Seitenwand. Beim Zucker passe ich auf, dass er nicht schwarz wird und mich auch nicht und auch nicht spritzt. So, ich glaube fast, dass wir es gut gemacht haben. Normalerweise wäre es besser, wenn man es einlegen würde in den Topf, aber ich habe jetzt keinen so großen Umfang. So. Und der trocknet doch ziemlich schnell. Also ich gebe ihn, ich bin großzügig und drücke das jetzt hier an. So, fertig. Jetzt bin ich ganz ruhig. So, jetzt hat das Haus, ich hoffe sehr, dass es klebt, seine Stützwände. Und jetzt versuchen wir das in diese Furche zu tun. Ist nicht schlecht. Zur Absicherung mache ich als Baumeister noch eine Stütze hier und hier noch eine. So, ich stütze das noch gut ab. So, sollte mir was abbrechen, kann man nachher noch sehr gut nachspritzen. Ich habe für dieses Mädchen diese Furche gezogen. Drücke es hinein und es steht. Ich habe für diese Mama diese Furche gezogen. Drück hinein und sie steht. Und hier kommt ein Vater. Bei so vielen Kindern muss es auch einen Vater geben. Ich drücke ihn hinein und er steht. Das sind die Füße des Rentiers. So. Und das Rentier wird dann irgendwann im Schlitten Geschenke bringen. Und sagen, es ist eigentlich ganz gut geworden. So, ein bisschen mehr binden, dass es auch zieht. So. Worüber freuen sich die Kinder mehr? Über eine Eule, denn das ist ja was Seltenes. Vögelchen sehen sie auf dem Strauch, also eine Eule. Oho. Thank you.
liebe Eule. Ich glaube, über die Eule freuen sie sich mehr. Das ist ein alter Schraubenzieher, dass man den Handwerker nicht Bemerkungen macht, dass man das nicht machen soll. Ich versuche es, ich laufe schnell. Es versenkt sich. Und jetzt mache ich die Probe und merke, dass es hier weitergehen muss. Ach ja, gut. Was jetzt fehlt, und den Kindern würde es auch fehlen, irgendwie Bäume und Sträucher, denn es ist nur weiß und braun, das ist ein bisschen zu eintönig. Ich habe hier aus dem Garten Sachen geholt. Ich glaube, das ist die Stechpalme. Und dort muss ich nichts mehr machen, weil sie einen harten Untersatz hat. Eine Stechpalme. Dann gibt es auch diese. Ein Ilex, ja. Am Gartenzaun wächst noch eine. So. Ilex ein bisschen gerad machen. Und allzu viel nicht. Vorne ist ein Tannenzaun mit kleinen Bäumchen, die alle wachsen werden. So, jetzt soll ich es mir von vorne ansehen. Also wenn man mit diesem zu Kindern kommt, glaube ich, da übersehen sie alle Schachteln mit ganz bunten Figürchen drauf, die aus dem Geschäft gekommen sind und freuen sich. Sie haben ja diese Sachen einmal gesehen und auch selbst geschmückt. Das haben sie geschmückt, die Kinder. So, die Eule ist gut, wunderbar. Eine leichte Kinderarbeit, eine Kerze in einen Apfel zu stecken. Dort darf man nur das Loch nicht zu groß machen, sonst wackelt die Kerze. Lieber ein wenig kleiner und hineindrücken. So, wir sind jetzt noch vor dem zweiten Advent, zünden eine Kerze an, die unten ist, denn diese ist dann die Weihnachtskerze. So, jetzt sitze ich hier und genieße und habt keine Angst. Ein Haus hat nur ein Dach und gerade Wände und Fenster. Das kann man sich auf ein Papier aufzeichnen und backt es auf einem halben Backblech. Formen von Tieren gibt es noch und noch. Und das Schmücken macht sogar den Erwachsenen Freude, die noch nie verziert haben. Sehr oft sitzen Männer und schmücken und lachen dabei und freuen sich. Also ich hoffe sehr, dass dieser Wintergarten Freude bringt. Dann wünsche ich Ihnen eine schöne, gesunde Vorweihnachtszeit, Ihnen und den Kindern. Come here.
Musik.